Facebook sagt Verschwörungstheoretikern den Kampf an. Facebook will stärker gegen die Verschwörungstheoriebewegung QAnon vorgehen. In Zukunft würden alle Facebook-Profile und Instagram-Konten, welche die Inhalte der Bewegung vertreten, gelöscht, so Facebook. Anhängerinnen und Anhänger von QAnon glauben etwa an eine Verschwörung gegen US-Präsident Donald Trump oder dass die Welt von einer kriminellen Elite beherrscht wird. Entstanden ist die Bewegung vor gut 4 Jahren in den USA. Seit der Corona-Krise hat sie weltweit an Zulauf gewonnen. Was das Vorgehen von Facebook gegen QAnon bringt, darüber hat Roger Ebli mit der Bloggerin und Netzaktivistin Katharina Nokun gesprochen. Sie ist Expertin auf dem Gebiet der Verschwörungstheorien. Das bringt sehr viel, vor allem, wenn man sich überlegt, wie Menschen denn in Kontakt kommen mit solchen Verschwörungserzählungen. Also die wenigsten informieren sich ja, wo hat der Verschwörungsideologe XY einen Telegram-Channel und abonnieren den sofort, sondern meistens sind das so Zufallssachen. Ja? Also man stößt über einen Link bei Facebook oder bei YouTube oder bei Instagram und es bringt sehr viel, diese Gruppierungen von Plattformen zu verbannen und auch rechtsextreme Accounts von Plattformen zu verbannen, weil es eben deutlich schwieriger dadurch wird, für diese Akteure neue Mitglieder für sich zu gewinnen. Das ist quasi der Einstieg für viele, die dann eben anfällig werden für Verschwörungstheorien und sich dann erst recht beginnen, damit zu befassen. Genau, der Einstieg wird deutlich schwieriger, das heißt, man muss schon gezielt danach suchen oder man muss beispielsweise gezielt von jemandem angeworben werden. Man muss vielleicht sich auf einer neuen Plattform anmelden, die man bisher nicht nutzt. Und diese Übergänge werden dadurch nicht mehr so einfach, nicht mehr so leicht. Und vor allem diese Zufallstreffer werden dadurch, rausgenommen. Diese Verschwörungstheorie von QAnon oder diese Theorien, die sind ja insbesondere in den USA verbreitet, erst recht im Wahlkampf aktuell florieren die. Wo sehen Sie da das größte Risiko hinter QAnon? Das größte Risiko hinter QAnon ist, dass es mittlerweile ein sehr starker politischer Faktor auch im Wahlkampf ist. Also es gab diverse Umfragen in den USA, die zeigen, dass je nach Umfrage 40 oder sogar mehr als 50% der Wähler von Trump oder Anhänger der Republikaner zumindest Teile dieser Verschwörungserzählung für wahr halten. Und die große Gefahr, die ich sehe, sind eben auch die Aufrufe zur Gewalt, die dort offen in solchen Gruppen kommuniziert werden. Also wird beispielsweise von einer großen Verschwörung ausgegangen und man kann davon ausgehen, dass wenn Trump die Wahl verlieren sollte, diese Gruppierungen das nicht akzeptieren werden, sondern als Teil eben einer Verschwörung auslegen werden, weil eben nicht das Ergebnis eingetreten ist, was man sich gewünscht hat. Und dann ist natürlich das Risiko in einem Land mit einem sehr liberalen Waffenrecht, dass bei dem einen oder anderen da auch wirklich der Schalter umgelegt wird. Katharina Nockun, das klingt jetzt alles ziemlich beängstigend, was man da hört, diese Theorien und dass die eben auch von Politikerinnen und Politikern weiter verbreitet werden oder zumindest auch genutzt werden, um Wähler zu gewinnen. Aber man könnte sagen, ja, das ist weit weg, das ist USA, in Europa ist das noch nicht so recht angekommen oder täuscht das? Also es gab ja Ende August eine größere Demonstration von Verschwörungsideologen in Berlin. Da muss man sagen, dass QAnon deutlich sichtbar war. Also es gab den einen oder anderen Demonstrationsteilnehmer, der Fahnen hatte, der Aufnäher hatte, der Plakate hatte, wo eben Slogans oder Sprüche aus dieser Gruppierung verbreitet wurden. Und auch der Anmelder der Demonstration, der Gründer von Querdenken, hat auf einer Demonstration in Berlin eben den Slogan von QAnon laut auf der Bühne im Mikro gesagt. Ja, also da muss man sagen, warum werden solche Slogans bedenkenlos verbreitet, wo auch wenn man vielleicht auch irgendwo eine ideologische Nähe dazu führt. Das kann man von außen schlecht einschätzen, aber zumindest dann zieht man sich ganz klar nicht davon. Mich überrascht dieses Überschwappen von den USA nach Europa nicht sonderlich, weil es schon immer starke Yeah.
Jeudi. Alors même vous allez aux chiottes. Chiottes pas seulement la masque, mais il faut porter la masque, même aux chiottes. Breaking news, studio 94. Je vais mettre quelque chose d'autre chose. She was some mystery to beat. One, two, it's nothing. Rien qui choue, toujours merde. Ok. What we are can do. Simple, take it easy. And, relax. Everything will be alright. Okay. Sally called when she got the word. She said, I suppose you've heard about us. Well, I rushed to the window and I looked outside, but I could hardly believe my eyes as the big limousine rolled up into Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I've got to get used to not living next door to Alice. Deep in the bar, me and Alice. Now she walks through the door with her head held high. Just for a moment, I call her eye as a big limousine pulls slowly out of Alice's drive. Alice!